Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen. Hier eine kleine historische Quelle, die wir erfasst haben, die Hotels des Deutschen Reiches 1934 an einem unserer Indexierungstage. Kleines Projekt war rasch getan und hier, so sieht die Quelle aus im Original. Also das ist das Digitalisat. Man sieht, da ist auch einiges an Bildern und an manchen Informationen, die nicht formal erfassbar waren. Ich finde, das ist eine interessante Quelle, weil wir uns ja auch fragen können, Kultur und Tourismus in der Geschichte, was hat das miteinander zu tun? Warum fahren die Leute nach Köln, nach Königswinter? Warum geht man überhaupt ins Hotel? Was wird da angeboten? Und ich denke, dass man gerade, wenn man mehr zu den Hotels noch in ihrem Stadtraum herausfindet, dass man da spannende Dinge tun kann. Ich bin gespannt, macht was draus.